damit guten Morgen zu einem neuen Video und willkommen nochmal, das letzte Mal aus Berlin. Und schaut mal raus, die Sonne ist da, es ist jetzt ja, kurz nach 7:30 Samstagmorgen und es ist super hell, weil die Sonne einfach da ist. Es ist immer so geil. Aber gut, heute geht es richtig los. Das Rennen und vor allem vorher noch das Qualifying bei der Formel E. Wir fahren auch sofort gleich zur Rennstrecke. Ich muss jetzt warten und Mike einsammeln und dann mache ich mich schnell fertig. Wir sind nämlich ein bisschen spät dran. Wie gesagt, 8.45 Uhr geht's los. Wir fahren da auch noch ein bisschen hin, müssen auch noch was frühstücken. Insofern beeile ich mich schnell und dann sehen wir uns gleich wieder auf dem Weg zur Rennstrecke. Guten Morgen, Mike. Guten Morgen. Prost. Ja, wir müssen uns sputen. Ich gebe die Kamera mal lieber rüber. Genau. Und dann geht's, wie versprochen, jetzt endlich los zur Rennstrecke. So, Punktlandung würde ich sagen. Es ist 15:45 oder das Quali geht jetzt los und wir haben es eigentlich geschafft, aber schaut mal, dieser Platz war gestern ja noch leer in dem letzten Video und jetzt ist es halt so unfassbar voll. Die Schlange geht von da bis vorne zur Straße und ich weiß nicht, wie die ganzen Leute das schaffen sollen, pünktlich beim Quali zu sein, wenn das jetzt losgeht. Insofern frage ich mich, wie das ein bisschen organisiert wurde, aber wir wollen nicht rummosern, denn wir freuen uns auf den Tag heute und es wird bestimmt ziemlich geil. Schaut mal, was haltet ihr von dem neuen BMW? Scherz, ist natürlich ein Mercedes. Das ganze Event hier ist irgendwie riesengroß, auch von Mercedes gesponsert. Insofern, überall hier und drin stehen alle neuen Mercedes-Modelle. Insofern, ich weiß gar nicht, wie viele das sind, 20? Schauen wir mal. Also, wir versuchen mal reinzukommen. Die Schlange ist, wie gesagt, ewig lang. Und dann sehen wir uns gleich drin wieder, denn wir wollen jetzt endlich Rennwagen sehen. So, es ging dann doch super schnell mit dem Security-Check. Insofern, wir gehen jetzt rein zu unseren Plätzen. Das Quali läuft seit 5 Minuten und dann sind wir gespannt, ob denn Daniel Abt mal wieder es schafft, zur Pole zu kommen oder mal wieder zu gewinnen, oder? Was sagst du? Wäre schön. Ja, es ist schon krass, wie viele Daniel Abt-Fans hier sind, aber im Moment ist der Lotterer auf 1, der hat gestern das Training gewonnen. Insofern schauen wir mal, es bleibt spannend auf jeden Fall. Quali ist durch, der Schweizer Buemi ist auf Platz 1 für Daniel Abt, das wird euch wahrscheinlich interessieren. Lief nicht ganz so gut, der ist auf Platz 7 gelandet, allerdings ist sein Teamkollege auf Platz 3, insofern heißt das schon, dass sein Auto läuft. Wir haben es jetzt hier in der Green Tag Ausstellung von Nico Rosberg mal ein bisschen bequem gemacht, der steckt hier mit drin. Das ist eine Ausstellung, die rein elektrisch ist, ihr habt schon ein paar Bilder gesehen und wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit bis zum Rennen und dann würde ich sagen, schauen wir uns noch mal das ganze Gelände ein bisschen an. Hier sind nämlich viele Hersteller von den ganzen Marken, die hier mitfahren und die stellen alle richtig, richtig geile, moderne, neue Autos aus und das schauen wir uns doch jetzt mal an.
So, mittlerweile ist es kurz vorm Rennen. Wir stehen hier direkt an der Startaufstellung. Man sieht hier hinter uns an dieser Menschentraube. Genau da steht und hat gerade Daniel abgeparkt. Es ist schon cool zu sehen, wie hier die ganzen Fans von ihm da sind. Und man merkt schon, dass er auf jeden Fall einer von denen ist, die hier am meisten supportet werden von den Leuten. Du hast ein paar geile Bilder gemacht, oder? Ja, genau. Also schaut mal auch bei Mike auf dem Instagram-Kanal und auf meinem. Wir können die euch beide mal hier reinpacken. Und wir gehen jetzt langsam mal dann zu unseren Startplätzen oder zu unseren Sitzplätzen. Läufst du mit, oder? Mitfahren können wir leider nicht. Aber genau, wir setzen uns hin und genießen das Rennen. Und jetzt, ja, was soll ich noch sagen? Lass uns endlich starten. And we go green in Berlin. Decent start from Buemi there. He'll have the inside line on the run down towards the first corner. Position verloren hat keiner. Pascal Wehrlein hat Platz gewonnen. So, das Rennen ist gerade unterbrochen. Wir befinden uns eigentlich mitten im Rennen. Eine Viertelstunde geht es ungefähr noch, denn ein Auto ist in der Wand eingeschlagen und das ist vor uns passiert. Er steht da rechts quer, ist hinten rechts mit der Achse in der Wand eingeschlagen. Jetzt muss ein Kran kommen. Schaut mal. Der Reifenabbau wird deutlich. Der wird ihn jetzt hier gleich von der Strecke tragen. Sehr viel, ja, die ganze Straße, die ganze das Rennen ist in Gelb. Und da wird man gucken, ob das bei Lukas die Trasse, der allerdings bekannt ist für einen sehr guten Bike-Fahrstil. Also sehr materialschonend schnell fahren kann. Ausgepufft, hochintelligent und strategisch. Auf dem letzten Stand ist er ohnehin. Jetzt kommt das schweres Bergegerät. Da kommt auch Daniel ab. Im Moment war die Bergstadt. Aber auch das muss man sagen, hilft. Alle fahren an dem Auto vorbei, was jetzt geborgen werden muss. Und ja, ich hoffe, das Rennen geht dann gleich weiter. So, schaut mal, die Strecke ist wieder frei. Der Jaguar ist geborgen. Jetzt kommen hier die ganzen Autos wieder. Noch ein bisschen Schaden zu betreiben. Wir sind wieder unter Grün. Lukas Di Cassi hat jetzt noch. Ja, weiter geht's. Der Gewinner Lukas Di Grassi hat hier gewonnen in Berlin-Tempelhof und schaut mal, die Ehrenrunde läuft. Die grüne Wand, sie bebt. Die Jungs kommen hier gerade alle rum und fahren nochmal, ja, die Ehrenrunde. Von Lukas Di Grassi. Wir sollten nicht vergessen, Audi-Sport ab Schäffler Bahn hier. Echt ganz geile Stimmung hier in Berlin, muss ich sagen. Also wir gucken mal, ob wir nochmal zur Siegerehrung gehen und dann sehen wir uns da gleich wieder.
gesehen, das war die Siegerehrung. Hinter uns wird gerade noch abgebaut. Das Rennen war dann irgendwie doch nicht so spannend wie erhofft. Wir haben einen Unfall, glaube ich, gehabt. Klar, eigentlich ist das ja auch gut, aber wir haben uns ein bisschen mehr Spannung erhofft. Und ja, gerade für die Deutschen ist es natürlich dann auch nicht so erfolgreich gelaufen, wie wir es gedacht haben. Aber ja, wir machen uns jetzt langsam wieder auf den Rückweg nach Hamburg. Und ich hoffe, ihr kommentiert alle mal fleißig unter dem Video, wie es euch gefallen hat und wie euch so ein Roadtrip von uns zum Beispiel zur Formel E gefallen hat. Denn wenn ich viele Daumen nach oben kriege, dann machen wir sowas mit Sicherheit öfter. Also kommentiert fleißig, macht mal einen Daumen hoch oder Daumen runter, wie es euch gefällt. Und ja, was bleibt uns noch zu sagen? Wir suchen jetzt das Auto. Über der Rennstrecke zurück nach Hause. Ciao.